Ja, da haben wir einen Dreier. Hehe. Okay. Eine Nachricht vom Emir. Dinge stehen nicht gerade zum Besten. Habe ich recht? Ach was. Aber machen wir uns nicht zufrieden gedacht. Ach was. Niemals. Also niemals Gedanken machen, bitte. Und los. Tu mir den Gefallen und denke niemals nach. Das Vorratslager ist voll, my lord. Tu es, wie Mutter gesagt hat. Denke nicht gut für Kopf, machen Aua. Und wenn Kopf Aua, du nicht mehr können denken. Also denke erst gar nicht, dann nicht kommen, dass du schwerer können denken. Ja. Sohn, nimm das mit in dein Leben. Los, piekt ihn. Na also. Oh, blauer Donner. Mutter hat mir geraten, vorsichtiger zu sein. Immerhin wartet jetzt ein besseres Leben auf mich. Sicher doch. Der glaubt das tatsächlich. Schön. Schön, 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 schön. Wie viel waren es? 50 Ziegen? Schafe? Ah ne, Jungfrauen, glaube ich. Na gut. In der Ansichtsweise kommt das aufs Gleiche raus. So, machen wir mal die Zinnen innen. Deswegen nennt man sie Zinnen, weil sie innen sind. Nein, nennt man nicht, ich weiß. Also. Ey! Hört auf, mir vor die Zinnen zu torkeln. Mann. So entstand der Nachname. Alfred Zinnentorkler. Vor den Zinnen gibt es keine drinnen. Höchstens vor den Finnen. Denn die stellt man gerne auf die Zinnen. Das Vorratslager ist voll, my lord. Finish him. Finde ich immer noch das beste Motto der finnischen Einwanderungsbehörde. Finnischen Integrierung. Finish him. Dun dun. Fatality. Fintality. Holy Moses, das wird aber echt ein ordentliches Ey! Das wird ein ordentliches Ey, ja. So ein ordentliches Ey hatte ich noch nie. Das wird echt ein ordentliches Prachtstück, sagte er. Ey. Warte, warte. Der nächste bitte, der nächste bitte, der nächste bitte. Der größte und da bin ich auch noch Herrscher. Geil. Nice. Das gibt ein Fleißbienchen in den Lebenslauf. Größter Herrscher in Stronghold. Oh, das gibt also größter Herrscher in Stronghold, ja. Gut, da denken wir nochmal nach über das Jobangebot. Ich werde nochmal drüber nachdenken. Bewerber geht aus der Tür. Akte wird sofort in den Aktenvernichter reingehäckselt und unter dem Aktenvernichter ist sogar noch ein Feuer direkt, um es instant zu verbrennen. So, der nächste bitte. Achtung! Alter, stellt euch mal vor den Lebenslauf von so einem Besoffenen in Stronghold. Voll, my lord. Genau, im Lebenslauf steht dann angetrunken. Das Jahr darauf steht neben sich. Das Jahr darauf beschwipst. Das nächste Jahr hat einen der Krone. Um Gottes Willen, was haben sie denn ihr ganzes Leben lang gemacht? Ja. Wie die Märchenzonge 2. Ja. So, haben wir hinten noch die schöne Kotzecke für die Betrunkenen geschaffen. Sind wir nicht großzügig? Natürlich sind wir das nicht, ich weiß. Da ist der Markus Platzus, der kann woanders hin, bitte. Markus Platzus kann sich hierhin gesellen. Hätte hier gerne noch ein paar Häuslis. Häusli. Verwandt mit Bruce. So. 106. Ich glaube, das sind ein bisschen viele. So viele brauchen wir eigentlich nur. Alles andere ist unnötig. Ich glaube, hier können wir tatsächlich mal mit Lanzenträgern spülen. Spülen! Aua! Ich spüle freiwillig. Du? Aber nur mit der Stadt der Mangel, bitte. Stadt der Mangel, das könnte tatsächlich auch irgendeine neue Telenovela sein. Und diese blöde Mangel geht mir auf den Sack.
Wer hat überhaupt erlaubt, eine Amange zu erstellen? Es werden Waffen benötigt sein. Ist schon dreist, ne? Ist schon dreist. Wir sind übrigens noch gar nicht fertig gewesen mit den Zinnus-Sibus. Sind Soldaten, die auf den Zinnen stehen, eigentlich? 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 Ich höre schon auf. Oh, immer so viel Zeug im Weg. Das Ding ist noch nicht ganz fertig. Es werden Waffen benötigt sein. Es ist gar nicht so groß, wie ich es ursprünglich geplant hatte, aber es ist groß genug, würde ich sagen. Groß genug für meine Pläne. Die ich noch nicht kenne, aber sie sind bestimmt da. Irgendwann mal. So, eins. Zwei. Drei. Vier? Fragezeichen. So, das dürfte eigentlich. Eigentlich. Baum. Das sollte eigentlich reichen. Für halbe Ration. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Oh, oh, oh. Und so verschwand der Chorknabe. Nein, Timmy. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Bogenschützen bereit. Ihr könnt auf, es werden ihr Waffen könnt auf uns zählen. Sein. Es werden Waffen ihr könnt auf uns zählen. Und da wird geschossen und geschossen und geschossen. Warum schießt der eigentlich mehr als ich mit meiner Stadt der Mange? Komm, wir haben eine Stadt der Mange. Damit müssen wir ordentlich mangen. Ziel im Visier. Bereit, eure Lordschaft. Ziel im Visier. Zur Stelle. Setzen wir mal unser Arsenal ein. Wir haben ja gerade quasi ein Schlachtschiff geschaffen, das gar nicht schießt. Ziel im Visier. Ist nur zu Schauzwecken da. Achtung. Also das ist der Emil, der ist zu Hautzwecken da. Belagerungsgeräte bemannt. Damit meine ich jetzt nicht das den Indianergruß. Nein, nein, Baum, das tust du mir nicht an. Baum, warum? Danke, Baum, wirklich, super. Da ist jetzt eine Lücke hier drin. Kannst mich mal. Du blödes Gehölz. Ich schieß zurück, ich schwöre. Ja, ich tu's ja schon. Bin zur Stelle. Darf uns zählen. Und los! Ihr schießt mal Richtung Vasier runter. Ach du lieber Gott, schießt du weit. Nice. Weitermachen. Noch eine zweite dazu. Noch eine dritte. Ja, mehr kommt da gerade nicht rüber. Aber hier können wir dann die volle Breitseite rüberfeuern. Gefällt mir aber meine Stadt. Der Mange. Ich meine, Los Angeles ist ja die Stadt der Engel. Das heißt, wir haben Los Mangoles. Ihr könnt auf uns zählen. Wir haben Los Mangoles. Es werden Waffen auf uns zählen. Da werden keine Mangos gezüchtet. Nein. Nein, nein, nein. Da kommt was ganz anderes. Da wird was ganz anderes exportiert. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Och, armes Emilein. Emilein. Du musst nicht traurig sein. Das Volk huldigt euch, fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Gut, du darfst es aber gerne. Ich will dir jetzt da nicht im Weg stehen. Achtung! Bei deiner spontanen Trauer. Die Trauerpower. Trover-Power geschrieben dann. Trauerpower. Trauerpower hat bestimmt auch ein Pfarrer oder jemand beim Standesamt. Ich meine, der traut bestimmt eine ganze Menge. Der traut sich was, ey. Der traut sich was. Hm, die eine Mange kann tatsächlich... ja, ja, ja. Die Seite ist arbeitslos tatsächlich. Es tut mir leid. Ihr könnt dich mal ein bisschen besser verteilen. Eure Befehle? Zur Stelle. Bin zur Stelle. Meine Stadt der Mange. Nennt euren Wunsch. Für alle, die noch nicht wissen, wie die Stadt heißt. Ich
muss das nochmal erwähnen. Und los, Sire. So. Ihr könnt auf uns zählen. Es tut mir leid. Heute ist Polen offen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kommt tatsächlich der Spruch daher? Polen offen? Könnte sehr gut sein. Ich meine, sehr, sehr viele, viel mehr Sprichwörter als ein bewusst sind, stammen so aus der Zeit kurz nach der deutschen Gründung, jetzt mit dem ersten deutschen Kaiserreich, auch aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, wo beispielsweise ich verstehe nur Bahnhof oder ich verpiss mich herkommen. Oder eben auch viele Sachen kommen auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Also es gibt viele deutsche Sprichwörter, die noch heute Geltung haben und eigentlich aus einer Zeit kommen, wo man sich gar nicht bewusst ist, wo sie herkommen. Ich verpiss mich kommt beispielsweise daher, dass Soldaten es oftmals genutzt haben, zu sagen, ich gehe mal eben pissen, ich gehe mal aufs Klo und haben das oftmals genutzt, um zu desertieren. Daher kommt das, ich verpiss mich. Verstehen, der Bahnhof kommt daher, dass Soldaten oftmals einfach nur gesagt haben, bei Bahnhof wurde gleichgesetzt mit Heimfahrt. Also wenn man schon an der Front ist, klar, wenn man zu Hause ist, natürlich anders. Aber wenn man schon an der Front ist, dann bedeutet der Zug, es geht nach Hause, wir fahren nach Hause. Und deswegen, wenn irgendwelche Vorgesetzten irgendwas getrödelt haben, kann man so, ich verstehe nur Bahnhof, ich will nur nach Hause. So. Wie schaut's denn aus mit den Freundchen? Oh, alle ziemlich pleite. Ihr seid gegriecht. Achtung! Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt sein. So, ich glaube, hier haben wir kaum noch was an Holz zu holen. Holz mich doch, der Teufel! Es ist eine Hopfenfarm, die schafft es echt, drei Schenken zu... Also die Hopfenfarm, wie die produzieren... Na gut, es ist nicht mal so, dass die so heftig produzieren. Es ist einfach erstaunlich, wie wenig Hopfen und wie wenig Bier man braucht, um das zu betreiben. Eine Hopfenfarm, drei Brauereien, das reicht für eine 90er Bevölkerung aus und konstant die Nahrungsversorgung zu ersetzen. Also wenn man... Man muss schon sagen, dass Bier OP ist in dem Spiel. Der beste Wert für Bierausschank wäre tatsächlich plus 6 für vollen Ausschank. Weil das Plus 4 bei Stronghold 1 war meines Erachtens zu schwach für die 100%. Da hat sich nicht wirklich immer gelohnt. Plus 8 ist einfach zu viel. Plus 6 wäre zumindest ein guter Kompromiss, dass man sagt, man kann die Nahrung nicht anstandslos ersetzen. Da muss man doch irgendwas anderes hinzufügen. Aber so mit dem Plus 8 reicht der Bierausschank nahezu genau um... Was heißt denn nahezu? Es reicht genau um die Nahrung zu ersetzen. Wenn man dann noch Kirchen dazu baut und gute Dinge oder so, dann kann man noch ordentlich Steuern reindrücken, dazu, dass die Leute nicht zu mampfen haben. Nice. Da will ich leben. Da will ich leben, ey. Den ganzen Tag besaufen, das Geld aus der Tasche ziehen lassen und nichts zu essen. Ich meine, nur von Bier könnte man rein prinzipiell überleben. Bier hat Kohlenhydrate. Frag dich bloß, ey. Ich meine, das Bier im Mittelalter, sowohl Bier als auch Wein, waren sowieso, hatten nur sehr, sehr wenig Alkohol. Bier hatte eigentlich hauptsächlich den Grund, dass es keimfrei war, dass damit die Bakterien abgetötet hat. Daher kommt auch übrigens das Sprichwort für alle, die es interessiert, Wasser zu Wein machen. Das ist tatsächlich einfach so eine gängige Methode gewesen, Wasser zu Wein machen. Also es konnte nicht nur Jesus. So gängige Methode, Wasser zu Wein, einfach um das Wasser gesünder zu machen. Es ist tatsächlich so. Für ein großes Imperium hat man ja auch mal so... Das Lustige ist ja tatsächlich, wie wollte man Alkohol eine besondere Bedeutung geben in Algotem Imperium. Schließlich wurde im Mittelalter unglaublich viel Alkohol konsumiert. Und nun sind wir dann einfach zum Entschluss gekommen, ja, tatsächlich wird Alkohol den Lebensstandard bzw. die Gesundheit von den Truppen erhöhen bzw. die Ausdauer erhöhen, dass es ihnen besser geht. Zuerst denkt man sich, hä, wie kann man bitte beim Durchsaufen auf einmal mehr Ausdauer bekommen? Aber es liegt auf der Hand. Im Mittelalter hatte der Alkohol längst nicht so viel Volumenprozente. Im Mittelalter war das Alkohol hauptsächlich da, um eben nicht so viele Krankheiten zu bekommen durch das Wasser. Tatsächlich ging es einem gesundheitlich besser im Mittelalter, wenn man hier Wein oder Bier getrunken hat, als wenn man sich das reine, unabgekochte Wasser gegeben hat. Ihr könnt auf uns zählen. Achtung! Es werden Waffen auf uns zählen.
Ich glaube, wir können langsam ein bisschen pieksen mit unserem Lanzus Tregarus. Ja, Alter, 213. Wir haben nicht mal drauf geachtet. Kommt, ihr stimmt einfach mal rein. Stadt der Mange. Feuer einstellen. Feuer, sie kriegen den Job. Yes. Ich brenne schon förmlich drauf. Oh mein Gott. Womit kann ich dienen? Ein Kinderspiel. So. Ich komme, Emir. Oh, er hat aber Reserven. Er hat Reserven. Das ist nicht so ultra über, ober, ober, über, übel, eindeutig. Fix, fix. Bitte nicht schütten, bitte nicht schütten, bitte nicht schütten, bitte nicht schütten. Von der Restrichtung dürfte eigentlich nicht. Dürfte er nicht tuten. Und hier müssen wir halt schnell hoch. Und zwar schnell, 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 noch schneller. Oh, fuck. Oh, bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. Okay, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Je öfter ich jetzt sage, desto schneller geht's. Wisst ihr? Ich habe das Gefühl, das wird nichts mehr. Oder, 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 oder? Oder? Yes! Es wurde was! Goll. Mutter hat mir geraten, vorsichtiger zu sein. Immerhin wartet jetzt ein besseres Leben auf mich. Ziel im Visier! Ja! Ziel im Visier! Zum Thema. Aber Utwin, es ist doch nur eine einzige Line, die der Emir sagt mit seiner Mutter. Zwei Dinge. Zum einen ist es mit der Satz, den man mit am häufigsten hört von Emir, den er einen ständig um die Ohren jault. Zum anderen, Richard mit seinen Nahrungsmitteln, das ist auch nur eine einzige Line und beruht sogar auf einem Übersetzungsfehler, weil das sagt er im Englischen nicht im Original. Komischerweise beschwert sich da niemand. Hat jemand was gesagt? Bogenschützen bereit. Wohin gehen wir? Ihr könnt auf uns zählen. Es wird okay. Bogen ist euer. Eins. Mein Herr. Zwei. Allzeit bereit. Das geht nicht weit genug. Zur Stelle. Er braucht schon Belagerungswaffen. Unsere Stadt der Mange ist die ist eine einzige Belagerungswaffe. Das ist wahr. Das Ding ist ja gar nicht besetzt. Ja, sag mal, wo kommen wir denn dahin? Belagerungsgeräte bemannt. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Waffen benötigt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. In Bewegung. Hinauf mit euch. Womit kann ich dienen? Wir rücken aus. So, Vasir. Du hast ja eine ganze Menge Spaßzeug aufgebaut hier. Mit ganz vielen S. Nur echt mit 32 S. Spaß. Na komm, wir schießen einfach mal ganz grob, soweit es geht, in die Richtung. Irgendwas trifft er schon immer. Stadt der Mange hat den nächsten Beschuss aufgenommen. Reine Artilleriestadt einfach nur. Cool, wenn es eine Artilleriestadt wäre. Wir könnten hier natürlich in die ganzen Eckpunkte noch Tribocke reinsetzen. Wenn wir es so ganz auf die Spitze treiben wollen. Ihr könnt auf uns zählen. Auf der Spitze. Euch, auf der Spitze, Spießer. So, da kriegt man noch Lanzenmodulation rein. Lanzen, 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 Lanzen für den Markus. Geht ein bisschen Markus Lanz weg. Ich weiß nicht, warum, der Typ ist mir einfach grundauf unsympathisch. Einfach vollkommen. Ich meine, nee, es ist nicht mein Stil, es ist nicht meine Sache, Leute, quasi. Ich meine, ich kann durchaus, es ist nichts verwerflich daran, Leute zu kritisieren, wenn man gute Begründungen hat. Bei Markus Lanz kann ich tatsächlich nichts wirklich Objektives sagen. Es ist eher wirklich eine subjektive Meinung, von daher gehe ich lieber nicht weiter drauf ein, weil es gibt, könnte ganz gut Leute geben, die ihn mögen und
den möchte ich auch nicht das versauen. Es ist, wie gesagt, eher eine subjektive Meinung, weil er mir einfach persönlich irgendwie unsympathisch rüberkommt immer. Aber jedem seine eigene Meinung soll da überlassen sein. Und da möchte ich jetzt auch niemanden irgendwie reinreden. Denn wie gesagt, das ist rein subjektiv, ohne jetzt irgendwelche Fakten oder irgendwas Richtiges darlegen zu können. Spontan. Zumindest spontan, ohne Vorbereitung. Es gibt sowieso, es gibt so viele Leute, die spontane Themen bei mir, die auch richtig aus dem Ärmel geschüttelt werden, so viel zu sehr für bare Münze nehmen. Beispielsweise letztes Mal, als ich darüber geredet habe, ja von wegen, wie konstruktive Kritik eigentlich aufgebaut ist und wie manche Leute sich darum winden, immer das zu erklären, dass es konstruktive Kritik ist, da kam tatsächlich jemand her und hat mir die Worte im Mund verdreht, dass ich selbst ja nicht besser bin, weil ich ja selbst so ähnliche Formulierungen verwende, mitten in dieser Erklärung, so von wegen, wenn jemand etwas tun würde, oder so in der Art. Ich hab ein bisschen komisch formuliert. Das Problem ist, ich rede oftmals einfach spontan über manche Themen. Ich habe hier keinen Notizzettel vor mir und sage, oh, heute rede ich über dies oder über das. Ich rede meistens über das, was mir spontan einfach in den Sinn kommt. Und da bin ich dementsprechend natürlich nicht vorbereitet. Ich hatte hier keinen Vortrag. Es ist einfach spontanes, einfach aus der Seele herausplaudern. Und da passieren nochmal spontan irgendwelche Formulierungsfehler. Mir deswegen Doppelmoral zu unterstellen, halte ich schon für ziemlich sehr fragwürdig, sagen wir es mal so. Hier habe ich, ich merke gerade, hier habe ich gar nicht den Weg gemacht, den ich hier gemacht habe. Aber es passt trotzdem so, wie ich finde, mit der Stadt. Cool. Wir hätten tatsächlich sogar Nicht nur hätten. Das würde hier sogar besser passen, wie ich finde. Dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Was? Das machen wir eben. Dies tuten wir. Tut. Na, da schaut mal her. Verdammt. Nee, warte mal, das passt so. Okay, das wird lustig. Das wird lustig. Weil die Zinne wird jetzt genau mittig verlaufen. Guckt euch das an. Wir haben einen Schlitz. Hey, haben wir. Weißt du, woran ihr denkt? Ihr Schweinchen. Wir haben einfach einen Schlitz zwischen den beiden Türmen. Das schaut schon cool aus irgendwie. Damit sind wir ja unsere Doppelmange. Dong. Was soll konstruiert werden? Belagerungsgeräte bemannt. Ihr könnt auf uns zählen. Ein Stein wäre stolz auf mich, denn hier gibt's mehrere Steine. Es werden Rekruten benötigt sein. Masier. Bitte massier mich. Ich hoffe, bloß ein Buchstaben auszutauschen und ein S ranhängen. Ihr könnt auf uns zählen. Vorratslager hat immer noch so kleine Problemchen, aber passt noch. Wir haben richtig viel Geld. Wir könnten dann eigentlich bald finishen, aber wir können da eben noch mit unserer Bombenstadt weiter den Klotzen. So, ihr seid ja ein bisschen drüber. Waffen geschultert! So, dann steht das Ding bei seinem Ende. Schön. Das ist die wunderbare Stadt der Mange. Los Mangelos, wie schon erwähnt. Was hier geht's alles andere als gut, aber er kann bestimmt immer noch eine ganze Menge anzünden. Er kann mir von da oben auf den Kopf kacken, wenn meine Truppen vorbeikommen. Das wird schon mal mindestens 100 Todesopfer bringen. Wir wissen ja, das läuft beim Basir so ähnlich wie mit dem Blut beim Alien. Das brennt sich einfach komplett durch. Es werden Waffen benötigt sein. Ich frage mich ja. Die stärksten Säuren, die es gibt, sind nicht ganz so heftig. Ich frage mich, ob man irgend.
Ich frage mich, ob es vielleicht sogar schon möglich ist, aber gehört davon habe ich nicht. Ist es möglich, eine Säure zu erstellen, die tatsächlich so derbe heftig ist wie die von Alien, dass sie sich wirklich komplett durch alles durchfrisst, einfach durch mehrere Böden durchweg, sogar durch Stahl und sonst durch Sachen? Ich glaube nicht, dass sowas... prinzipiell schon, aber nicht in der Geschwindigkeit, das meine ich. Diese ultimative Geschwindigkeit, wo sich wirklich zack, 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 zack durch alles durchfrisst. Bin zur Stelle. Darf uns zählen. Das ist nämlich schon... ein außerirdisches Level. Eine Säurekraft über 8000. Und für die Leute, die sich fragen, warum ich so gerne jetzt über 8000 sage, obwohl das ja das ganze Meme immer over 9000 ist. Aber mich wurde ich auch öfters mal gefragt. Das weiß nicht jeder, das ist auch nicht so selbstverständlich zu wissen. Also, erstmal grundsätzlich für die Leute, over 9000, wo kommt das überhaupt her? Ganz klar, Dragon Ball Z. Vegeta, der schreit und den Scouter dabei zerdrückt. Vor allem halt im Englischen. Im Deutschen und im Japanischen war es nicht so spektakulär. Es war einfach der englische Dub. Einfach mit dem Over 9000 und dem Zerhackstücken von dem Scouter. Es hat einfach einen eigenen Kult geschaffen dadurch. Die Sache ist bloß die, das beruht auf einem Übersetzungsfehler. Beziehungsweise, ich glaube, die Amis wollten einfach ihr eigenes stylisches Ding draus machen. Sowohl im japanischen Original als auch im Deutschen sagt er über 8000. Und es ist nur im Und es ist auch tatsächlich offiziell so in der Lore so verankert, dass er da eben so ein Goku knapp über 8000 Krampfkraft hatte. Krampfkraft. Power Level. Dementsprechend ist 8000 richtig. Und 9000 wurde zu total zum Kult. Alles klar. Wir haben jetzt nur eine Kathedrale, aber gut, ganz ehrlich, bin ich zufrieden mit. Schaut mich an, ich habe nur eine Kathedrale. Mir geht's so schlecht. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Rekruten, bitte geben Sie mir doch ein, 2 Euro. Ich habe nur diesen Ferrari. Stellt euch mal vor, hier geht's so unter die Brücke betteln. Mit so einem absoluten Designeranzug. Ab zum Becher, bitte. Ich habe doch nur diesen Ferrari am Straßenrand stehen. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Sehr wohl, mein Herr. Haben Sie sich 1 Euro, dass ich mir einen Kaffee leisten kann, wenn ich heute in See steche mit meinem eigenen Privatboot? Ihr könnt auf uns zählen. Das wäre schon super. Ich meine, so ganz spontan kann ja tatsächlich die Situation entstehen. Stellt euch mal vor, ihr seid tatsächlich steinreich oder sonst irgendwas und habt spontan einfach euren Geldbeutel vergessen, habt kein Geld dabei und müsst dringend jetzt irgendwo hin. Ihr habt jetzt einen dringenden Termin oder müsst irgendwo dringend erscheinen und habt gerade kein Geld dabei und kein Ticket oder sonst irgendwas und müsst euch tatsächlich von irgendjemandem ein paar Euro schnurren von der Fahrkarte oder so. Dann kann es ja tatsächlich realistisch sein. Womit kann ich dienen? Das ist trotzdem einfach so ein weirder Gedanke. Stell dir mal vor, da steht jemand und fragt nach Geld. Du bist so nett und gibst ihm wirklich 1 Euro, bedankt sich, steigt in seinem Ferrari und fährt weg. So. Nun, also, ich glaube, ich muss das mit dem Battle auch mal machen. Scheint ein sehr lukratives Geschäft zu sein. Wäre so mein erster Gedanke. Euren Wunsch. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe durchaus meinen Respekt vor den Leuten, die auf der Straße sind und nach Geld fragen und dabei tatsächlich sehr höflich sind. Also sowohl erstmal sagen hier, tatsächlich hier, hätten Sie vielleicht irgendwas für mich, und selbst wenn man Nein sagt, dann tatsächlich noch hergehen und sagen, schönen Tag noch, dann fühlt man sich sogar tatsächlich so ein kleines bisschen, oh mein Gott, also die sind eigentlich ganz, ganz nett. Da habe ich des Öfteren dann doch noch irgendwann beim zweiten Mal vorbeigehen was gegeben oder so, weil es ist tatsächlich, ja... Wenn Leute es cool machen und nicht einfach total aufdringlich schnorren, dann habe ich da tatsächlich oftmals... Da kriege ich tatsächlich Mitleid spontan. Einfach nur, weil sie dann doch auf eine gewisse Weise sympathisch wirken, diese Leute. Viele Leute... So funktioniert nur mal Höflichkeit. Man hilft höflich und man kriegt Höflichkeit zurück meistens. Nicht wie im tollen Internet, wo jeder erstmal schreit und dann wird zurückgeschrien. Obwohl... Das ist sehr verurteilend. Ich darf nicht vergessen zu erwähnen, es gibt hier und da ein paar Trolle oder ein paar Leute, die motzen, auch bei mir unter den Kommentaren, aber es hält sich tatsächlich sehr stark in Grenzen. Größtenteils habe ich wirklich Leute, die tolle Kommentare schreiben und bei denen ich mich immer freue, wenn irgendwas Neues kommt. Das darf ich nicht vergessen zu erwähnen. Man erwähnt halt immer gerne das, was einem negativ auffällt, aber man vergisst oftmals zu erwähnen, dass man eigentlich was wunderschön Positives auch hat.
Ja, das war jetzt eine reine Laberfolge eigentlich. Ich meine, wir hatten unsere Stadt im Mangel, die hat für uns gearbeitet. Yay. Alles klar? Das war die Stadt der Mange. Mission. Mission. Die Miss Ion. Das Vorzeigemodell von den Ionen. 62. Die Stadt der Mange. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Mission 63. Dem gesegneten Bündnis. Da spielen wir leider kein Europäer. Sonst hätten wir ebenfalls noch mit Priestern kommen können. Zusammen mit dem Abt gegen Emir und Nisar. Wie spielen wir da, ist die Frage. Ich meine, so selbst mit Mönchen zu kommen, geht ja schwer als Araber. Wäre schon ein bisschen seltsam. Aber wir könnten gucken, dass wir den Abt irgendwie ergänzen. Ergänzend unterstützen. Und was braucht der Abt am meisten als Unterstützung? Richtig, Fernkämpfer. Oder wir unterstützen tatsächlich den Abt mit berittenen Bogenschützen. Wir sorgen für mobile Unterstützung und sorgen dafür, dass der Abt was gerissen bekommt. Gegen den Emir kann es noch klappen. Beim Nisar wird der Bubgraben ein Problem. Obwohl der neue Nisar weniger penetrant damit ist. Denke ich mir noch was aus. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Mission 63. Gesegnetes Bündnis. Bis dahin.